Nein, hatte ich tatsächlich nicht. Also war jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal, die Art von Film, die ich jetzt so privat gucke. Aber als ich gesehen habe, fand ich das cool. Also es ist halt total außergewöhnlich, ne? Also die Thematik oder beziehungsweise die Art und Weise, wie der dann produziert wurde und wie der dann gemacht wurde. Und natürlich, weil es selbst crowdgefundet ist und weil es selbst produziert ist und alle sozusagen in einem Boot an demselben Strang ziehen, war das so, dass die natürlich wahnsinnige Freiheiten hatten und machen konnten das, was sie wollen und das Buch und alles reinbringen, wo sie einfach darauf Bock haben und wo die Fans auch sagen, wir haben das mitfinanziert und wir finden das cool. Also die wurden ja sehr integriert, die Fans. Das ist schon, sage ich jetzt mal, eine außergewöhnliche Leistung, muss man trotzdem sagen, ne? Also auch mit dem, eben wie gesagt, mit dem Finanziellen. Das ist schon cool. Also ich glaube, dass die Leute, die Bock haben, mal was komplett anderes zu sehen und keinen Film, wo man jetzt großartig irgendwie nachdenken will, sondern sich berieseln lassen will, Comedy haben möchte, auch eine Love Story haben möchte, tolle Schauspieler, super unterschiedliche Charaktere, der sollte auf jeden Fall in den Film gehen. Weil der total drüber ist und ist irgendwie total. Rückt ihr allen auf die Pelle und ist irgendwie, also das ist ein Geschenk. Es war wirklich ein Geschenk, den Sascha zu spielen, weil, wie gesagt, solche Rollen und so eine Freiheit hat man nicht so oft. Als ich die Anfrage bekommen habe, nur auf meine Rolle natürlich fokussiert und ich weiß noch, also das ist ja jetzt so dieser, wie sagt man, diese Latzhose, nee, wie sagt man zu dieser Hose, die er da anhat? Ja, irgendwie so. Ich habe mir auch sowas besorgt selber für das Casting. Irgendwie so ein altes Outfit irgendwo gekauft, keine Ahnung. Und das war sowas Ähnliches, aber in Blau, weil ich habe keine andere gefunden. Und das ist dann auch tatsächlich so geblieben, ja. Ich wollte das schon unbedingt, ja. Also ich weiß noch, als wir damals nach London geflogen sind, um eben Obi zu casten. Debbie McWilliams hat ja da das Casting gemacht und die macht ja auch die ganzen James Bond-Filme zum Beispiel. Das war schon sehr aufregend so. Ich war da schon besetzt, deswegen war ich nicht mehr so aufgeregt. Aber als wir dann Obi gecastet haben und Lara es dann wurde, das war schon irgendwie schon aufregend. Das war schon, hat sich schon sehr groß auch angefühlt, so alles. Vorbereitet habe ich mich eigentlich so wie auf jede Rolle, ne? Also ich schreibe dann immer eine Background-Story, dass ich weiß, was Sascha, wo er herkommt, was passiert ist in seinem Leben sozusagen bis zu dem Moment, als er dann auf den Mond fliegt und Obi trifft. Und natürlich habe ich tatsächlich hier auch geguckt mit der Körperlichkeit. Also ich habe auch ein bisschen abgenommen gehabt damals für den Film, so weil der Timo, unser Regisseur, wollte, dass der wirklich so ein bisschen drahtig ist und so dünn und also im Verhältnis auch zu Malcolm, den Kid Dale spielt, dass das immer so ein Riesenunterschied ist. So. Und ja, da habe ich natürlich auch geguckt mit der Körperlichkeit, dass der so ein bisschen tollpatschig ist und ein bisschen so weird. Das ist ja eine Sci-Fi-Komödie und für mich war das besonders, weil ich grundsätzlich ja unabhängig von den Tatorten, die ich mache, oder irgendwelchen Fernsehfilmen oder auch Kinofilmen, die eher eine ernsthafte Thematik haben und wo es eher alles authentisch sein muss und natürlich irgendwie ernst und es geht immer um was und so. Und hier war das so ein bisschen frei, ne? Und Comedy und dass man ein bisschen drüber sein kann und dass man mit der Körperlichkeit drüber sein kann und auch mit der Art und Weise und den Szenen. Und das war schon sehr befreiend und hat auch riesen Spaß gemacht. Und ich glaube, dass auch ganz viele Schauspieler in Deutschland eigentlich auch Bock hätten auf sowas. Aber dass da man es ein bisschen wenig macht, aber vielleicht kommt das jetzt auch mit Netflix und Amazon auch grundsätzlich so andere Formate und andere ja, Filme machen zu können, vielleicht wird das dann irgendwie mehr attraktiv. Mal gucken. Nee, also tatsächlich nicht. Also es ist schon wirklich super gemacht, dass man hier sozusagen so be be bekannte und berühmte Persönlichkeiten aus der Historie überhaupt ja, in diesen Film eingebaut hat und dass die dann alle eben im Mittelpunkt der Erde sind, als so halbe Monster, sag ich jetzt mal, oder Vrills, wie die ja hier heißen.
Ja, weiß ich auch nicht, was er da geraucht hat, als er das geschrieben hat.